Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar waren wir letzte Woche bei IQVIA einkaufen und ganz viele haben gesagt, mach doch mal bitte ein Haul und zeig mal die Sachen, die du gekauft hast. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir das einfach mal, auch wenn wir jetzt nicht so viele besondere Sachen gekauft haben. Aber wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal die Sachen. Also eigentlich wollen wir nur eigentlich wollten wir für Nespresso nur Müsli kaufen, aber wie das halt so ist, wenn man im Reitsportgeschäft ist, man sieht so viele schöne Sachen und naja, und dann haben wir wieder ein bisschen zugeschlagen. Aber nur nützliche Sachen, die ich wirklich gekauft habe. Also dann fangen wir einfach mal an. Hier ist die schöne Tüte, wo die ganzen Sachen drin sind. Ich habe ja sowieso nicht so besonders viele Reithosen und mir ist jetzt gerade wieder eine kaputt gegangen. Da hat sich so der Stoff zwischen den Beinen abgelöst und aufgelöst und ist nicht mehr so schön. Habe ich diese hier gesehen von Piqueur. Ist eigentlich eine Kinderreithose, aber ist nicht schlimm, ich passe rein. Und zwar ist es eine Grip-Reithose. Ich wollte die ganze Zeit schon mal so eine ausprobieren. Ich habe die jetzt schon so oft gesehen, habe mich immer gefragt, wie es ist, da drin zu reiten. Und ja, jetzt habe ich mir einfach mal so eine gegönnt. Man kann sich ja auch mal was gönnen. Also diese Reithose, die hat 119 Euro gekostet. Ist natürlich schon ein stolzer Preis für Reithosen. Aber ich merke halt einfach auch manchmal, wenn ich mir eine Reithose für 50 Euro kaufe, dass die halt auch einfach schneller kaputt gehen. Deshalb muss man halt auch einfach mal 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro mehr ausgeben. Dann hält die Reithose aber auch einfach viel länger. Und ja, diese war jetzt noch günstiger als die normalen von Piqueur, weil die hat nur 119,95 Euro gekostet. Also die Kinderreithose ist. Genau. Und normalerweise kosten die, glaube ich, 170, 160. Ja, auf jeden Fall habe ich ja noch ein halbes Schnäppchen gemacht. Nein, Spaß, es ist trotzdem natürlich viel Geld. Ich habe auch zweimal überlegt, aber ich fand die schön, wollte die ausprobieren und deshalb haben wir sie jetzt gekauft. Haben wir noch die Uvex-Handschuhe gekauft in Blau. Und warum, Mama? Weil die Isa ja immer ziemlich viele Löcher in ihren Reithandschuhen hat. Habe ich selbst gemerkt, als ich letzte Woche wieder mal den Espresso geritten bin und mein Finger hat da vorne rausgeguckt und gesagt, nee, also Handschuhe ist ein Muss und ja, haben wir diese schönen blauen Handschuhe gekauft. Ja. Und? Für 14,95. Genau. Und die fühlen sich auch sehr gut an. Bin mal gespannt, wie es ist, mit denen zu reiten. Ich wollte jetzt noch nicht damit reiten, bevor ich das Video gedreht habe, dass sie nicht sofort so eingesifft sind. Ja, das sind sie. Und wenn wir gerade schon bei den Handschuhen sind, Mama hat mich dann zu den Handschuhen gezogen und dann habe ich halt geschaut und fand diese hier von HV Polo auch sehr schön. Die sind kein richtiger Handschuhstoff, also die sind eher, was ist denn das? Weicher Stoff. Also die sind auf jeden Fall wie so ein T-Shirt-Stoff, würde ich fast sagen, oder? So ein Leggings-Stoff? Ja. Also die sind wie so ein normaler Klamottenstoff, sage ich jetzt einfach mal. Also nicht Leder und nicht Kunstleder oder sowas. Und da sind aber trotzdem so kleine Noppen dran, dass die Zügel halt nicht so aus den Händen rutschen. Aber die sind halt auch total warm. Da habe ich mir gedacht, die nehme ich mir auch noch mit für den Winter. Und weil man die halt auch einfach so, wenn man im Stall unterwegs ist, gut tragen kann und die Finger warm halten. Und sie passen zu deiner Schabracke und zu deinen Gamaschen. Genau, sie passen auch zu meinen Schabracken. Und ja, deshalb haben wir die einfach mal mitgenommen. Die haben 22 Euro gekostet. Finde ich jetzt auch okay. Handschuhe kann man nie genug haben. Die gehen nämlich immer relativ schnell kaputt. So. Ja, und dann sind wir noch bei den Socken vorbeigekommen. Also da war irgendwo so ein Eimer mit Socken. Und da habe ich diese orangefarbenen Socken von Eurostar gekauft. Ja, ich bin jetzt nicht so der absolute Sockenträger, aber die haben sich ganz schön angefühlt und waren ein Schnäppchen für 6 Euro. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit. Ja, gerade auch für den Winter, da ziehe ich ganz gern die Socken an, weil die halt einfach schön warm halten. Im Sommer brauche ich die jetzt nicht unbedingt, aber im Winter ziehe ich die ganz gerne an und deshalb habe ich die mitgenommen. Dann haben wir diese wunderschöne Peitsche gekauft. Das war auch wieder mal absolut notwendig. Also die wir haben, die ist ja so eine komische, die man so zusammendreht und die ist nicht lang genug. Ich fand die ganz hübsch. Vor allen Dingen ist sie auch praktisch zu verstauen und man muss sie nicht irgendwie zusammendrehen. Man kann sie ineinander schieben, das finde ich ganz gut. Dann ist die aus einem ganz leichten Fiberglas. Carbon? Ja, ja, okay, Mama. Lass und, mir jetzt was bestellen. Ja, also ich bin jetzt ganz happy. Sie ist blau. So. Jetzt geht die Mama wieder motiviert in Stunde und geht einen Espresso. Genau, fangen wir morgen an. So, und ja, das ist sie. Und da war es schon, ne? Das war's schon. Aber ich denke, genug, für das wir eigentlich nur Müsli kaufen wollten. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht so lang war. Aber euch hat es ja interessiert, was wir gekauft haben. Und deshalb haben wir euch das jetzt mal gezeigt.
Ja, ihr Lieben, also wir sagen dann jetzt mal wieder tschüss. 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 Nein. Okay. Ja, dann sagen wir jetzt mal tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Video.